Geht das Loch irgendwo anders hin, wo wir mit einem anderen Richter? Vielleicht. Der Krieger kann noch so viel rund. Also. Hier nicht. Ja, also. Die Feuerschaden haben wir gemacht. Okay, nicht schon angezündet haben wir. Zum Erhebe dich. Vergesst nicht mal. Der Wichter soll sich irgendwie eine Metallkugel schnappen. Was für eine Metallkugel? Boden, Krieger, Armloch, Käfer, Grabeingang. Zur Halle. Metallkugel ist neben Loch, da kommt es auch nicht mehr raus. Tja. Was für eine Metallkugel? Komplett so ein Verräten irgendwas in der Metallkugel. Die einzige Kugel, die wir hier haben, haben wir das Loch geworfen. Und hier noch eine Metallkugel? Nicht wirklich. Wecke ihn! Was soll er tun? Gebt auf, die Wand ist zu dick. Weltenerschütterer. Schöne Zermane, schief mit freigeschaltet. Gebt auf, die Wand ist zu dick. Habt ihr ihn nicht schon genug gequält? Er ist doch nur ein Monstrum, geschaffen, um blindlings zu kämpfen und zu töten. Ja, armer Abu. Ich verstehe ihn nicht. Gebt auf, die Wand ist zu dick. Da kommt auch E.
Mit dem besagten Wächter. Nur zur Breiung, an denen die Metallkugel nicht vorhanden ist. Nein. Würdest du gleich mit einem Guck ziehen und auf den weißen Stein mit der Rückhaltung zu graben? Nein, kann er halt nicht, weil das ist kaputt. Der wird hier überhaupt keine Kugel ziehen oder so. Er ist tot. Denn wir können ihn hier irgendwie wegbewegen. Kann die Maske meine Liebe. Du hast kein. Nein. Das, ich hab's nur keinen. Verzeiht, aber tot. Verzeiht. Ja. Das geht nur bei Das geht nur bei. Dieser Moment, wenn ich komplett so dir nicht weiterhilft. Ratlos und die komplett lösung hilft dir nicht weiter. Wirklich raussuchen. Tja. Ich weiß nicht, wann die Tür, ich brauche eine Hilfe. Steckt gefetzt. Das mag ich nicht. Tja. Stunden später. So weit waren wir schon. Licht an. Das Käferbein angebracht. Da geht es auf. Jetzt bin ich gespannt. Wie zum Fick. Wie das funktioniert jetzt. Ich hab das doch schon tausendmal versucht. Willst du mich verarschen, Spiel? Ich kann das nicht heben. Vielleicht kannst du Wächter hochheben. Vielleicht die Kugel ist zu schwer. Das ist. Vielleicht können wir den Wächter reaktivieren, dass er die Kugel hochhebt. Und so. Alter. Ja, das ist jetzt natürlich, das ist jetzt klar. Nein. Doch. Die Teilkugel
Ah, okay, jetzt können wir damit verschiedenen Wächtern das. Ah, jetzt komme ich weiter. Der Metallkugel hat es gelegen. Befehle dem Wächter, die Tür einzureißen. Stärker. Ups. Er soll stärker ziehen. Er kann nicht. Die Tür ist zu mächtig für ihn. Wenn er es nicht kann, dann ein anderer. Das wäre ein Rückschritt. Zur Halle. Ach, Prinzessin, das führt doch zu nichts. Ich hatte Äonen Zeit, diese Mauern einzureißen, und es ist mir nicht geglückt. Warum sollte ein Mädchen in kürzerer Zeit so viel mehr erreichen, als ich in Jahrtausenden? Du wirst schon sehen. Der Wächter und sein Meister. Seht es endlich ein und gebt auf. Die Wächter sind viel zu schwach. Ich bin zu weit weg. Kolos ist nichts zu schwach. Nimm den Wächter und zieh. Nice. Was war das? Ich habe mit meinem puren Willen eine Tür aufgerissen. Nein, ihr habt gelacht wie eine junge Frau. Hey. Du? Du lebst noch? Ich habe gewartet. Du hättest mir ruhig helfen können. Du hast die Maske. Wo ist mein Geld? Unser Auftraggeber ist tot. Du bekommst dein Geld, wenn du mich hier raus und durch die Berge nach Draconia bringst. Halt! Warte, ich werde dich bezahlen. Du? Du vergisst, ich bin eine Prinzessin. Was hast du? Du bekommst zum Lohn diese Silberschale. Silber ist nicht genug. Als Tochter des Kalifen besitze ich Reichtümer jenseits deiner Vorstellungskraft. Der Kalif ist tot, der Palast geplündert. Ich war dabei. Oh Mann. Wenn du mich sicher ans Ziel bringst, erhältst du meinen kostbarsten Besitz. Meinen Almandin. Er ist mehr wert als alles, was du jemals in den Händen halten wirst. Gut. Draconia für den Rubin. Abgemacht. Er wird euch kein guter Diener sein. Bei ihm weiß ich wenigstens, woran ich bin. Darf ich euch noch etwas fragen? Denn ich verstehe euch nicht. Warum tut ihr all das? Ihr seid reich, schön, ihr habt Macht. Was wollt ihr noch erreichen? Ich will in den Krieg ziehen. Ich brauche eine Waffe. Aber warum? Um die Schlacht zu gewinnen. Um auf ewig in die Geschichte einzugehen. Noch in 1000 Jahren sollen die Menschen sich von meinen Taten erzählen. Und voller Ehrfurcht meinen Namen flüstern. Sadia al-Kibir. Die größte Heldin, die die Welt je gesehen hat. Bei Giron wird ganz davon erzählt. Dort gerade diese Geschichte. Sadia al-Kibir? Nie gehört. Du nicht und auch sonst niemand. Das arme Mädchen ist vollkommen in Vergessenheit geraten. Wie geht die Geschichte weiter? Nicht vollkommen. Mit Hilfe des Farkina brachte Sadia die Maske über den Rashtulswall nach Draconia. Sie schloss sich den dortigen Truppen an und zog in die Schlacht. Aber das sind alles unwichtige Details. Damit musst du dich nicht beschäftigen. Wichtig ist nur eines. Das Rätsel, das ich dir nun stellen werde. Die Inschrift auf der Grabkammer. Aha. Wenn sich niemand an sie erinnert, woher weißt du, dass es diese Frau wirklich gab? Ich habe es selbst überprüft. Malakars Grabkammer gab es wirklich. Und vor über 450 Jahren wurde eine junge Frau beobachtet,
die zusammen mit einem Verkiner aus eben jenem Stollen stieg und in Richtung Rashtulzwall aufbrach. Ich schwöre dir im Namen meines Vaters und all meiner Vorfahren, Satyas Geschichte ist eine wahre Geschichte. Mhm. Habe ich euch richtig verstanden? Die leuchtende Inschrift auf der Grabkammer ist das Rätsel? Ganz genau. Eine uralte Inschrift in Ur-Tulamidia verfasst. Als gebildete tulamidische Prinzessin war Satya die einzige, die sie lesen konnte. Ich habe aus meiner Erinnerung eine Abschrift verfasst. Ein alter Freund hat sie mir übersetzt. Sie lautet: So wie der Stein über den Skarabäus, so herrscht der Skarabäus über den Stein. Wisst ihr die Antwort? So tretet ein. Wisst ihr sie nicht? Sei euer Leben auf ewig mein. Unheimlich. Ich glaube, Satya kannte die Antwort. Sonst hätte sie die Kammer nie betreten. Aber warum hat sie den anderen verschwiegen? Hat sie damit nicht alle in ihren Untergang geschickt? Ich sehe, du hast gut aufgepasst. Ich gebe dir nun 3 Tage, das Rätsel zu lösen. Am 4. Tage werden wir weiterziehen. Ob du die Antwort nun kennst oder nicht. Und wenn ich es bis dahin löse? Erhältst du, was du von mir verlangst. Einen Zauber der mächtigsten Transformatio. Einen Spruch, der jegliches Lebewesen in jedwede beliebige Form verwandelt. Abgemacht. Du gefällst mir, Geron. Ich bin mir sicher, unser Geschäft wird für uns beide gut ausgehen. Glaubt mir, das hoffe ich auch. Komischer Kauz. Nuri, ich bin zurück. Ich glaube, ich habe jemanden gefunden, der dir helfen kann. Nuri? Ich bin hier. Was ist mit dir? Eine Wunde ist aufgegangen. Mein Flügel blutet wieder. Oh nein, hast du wieder mit Tieren gespielt? Du bist jetzt ein Rabe, du kannst das nicht mehr. Ich hab nicht gespielt. Sie ist einfach wieder aufgegangen. Es sieht nicht schlimm aus. Bleibe ruhig liegen. Ich mach dir eine Salbe. Aha. König Kastanie. Hoho, Nuri. Ich, der König der Kastanien, wünsche dir einen guten Abend. Guten Abend, König Kastanie. Warum so traurig, meine Liebe? Ach, ich weiß nicht. Ich will gerade einfach nur schlafen. Oh, das ist eine sehr weise Idee. So weise, dass ich dich hiermit offiziell zu meinem Schlafminister ernennen werde. Oh, danke, werter König. Du hast dir den Titel redlich verdient. Ich habe alles versucht. Hesindegeweihte befragt, Zauberbücher aus der Akademie geklaut, mit Hexen paktiert. Nichts und niemand kann die Macht des Artefaktes wiederherstellen. Und selbst wenn, Nuris alter Körper ist auf ewig verloren. Hoffentlich hält dieser Fahi, was er verspricht. Ja. Rezept. Für Nuris Heilsalbe muss ich zerriebenes Wirselkraut mit Salbenfett vermengen. Salbenfett. Ich kann nur beten, dass die Herrin Peraine dieses eine Mal auch einfaches Fett duldet. Wahrscheinlich nicht. Gefällt dir der neue Vogelbaum? Ja. Geron, warum muss ich erst wieder eine Fee sein, bevor wir hier weg können? Weil du eine Fee bist und kein Rabe. Und Giacomo sagt, dass wir uns beeilen müssen, dich zurückzuverwandeln. Er sagt, eine Feenseele ist etwas sehr Sanftes. Wer weiß, was geschieht, wenn sie zu lange in einem falschen Körper weilt. Außerdem kann ich dich hier um einiges besser beschützen als auf Reisen. Wenn du dich nur beschützen ließest. Ja. Wirselkraut. Da ist nichts drin, was Nuri helfen könnte. Für Nuris Heilsalbe muss ich zerriebenes Wirselkraut mit Salbenfett vermengen. Salbenfett. Ich kann nur... Ein Vogelbart. Sie ist mit magischem Feenwasser aus Nuris Höhle gefüllt. Vermisst du deine Familie, Nuri? Die Feenkönigin und den Feenkönig? Ein bisschen. Aber ich gucke nicht gern zurück. Die Tiere und Pflanzen dieser Welt sind jetzt meine Familie. Aha. Diese vermaledeite Harfe. Wäre sie nicht gewesen, wärst du noch du selbst.
Ich will nicht daran denken. Es war so schlimm. Bei Travia. Er ist ganz fettig. Das können wir doch gebrauchen. Vorher muss ich das Kraut noch irgendwie zermahlen. Aha, okay. Hat man nicht irgendwo einen Mörser? Die Schädel sind noch aus Gwinlings Zeiten. Sie sind eklig. Warum hängst du sie nicht ab? Wir müssen das Bild aufrechterhalten. Falls jemand merkt, dass ich keine Vögel mehr fange und dafür mit einem sprechenden Raben lebe, verbrennt man uns bei lebendigem Leib. Aber du hast sie doch alle gerettet. Sag ihnen das doch mal. Der Vogelfänger ein Held? Die lachen mich doch aus. Außerdem ist mir gleich, was diese Teufel von mir denken. Würden sie aber gut von dir denken, wäre dein Leben doch schön. Nori, mein Leben war schön. Es war schön mit dir auf Reisen. Mir reicht, dass du weißt, was wir getan haben. Oh. Ich fürchte, morgen musst du da wieder rein. Zumindest so lange, bis du wieder fliegen kannst. Sonst sehen die Andergaster, dass ich mit einem sprechenden Raben auf der Schulter unterwegs bin. Und wir hätten sofort wieder einen wütenden Mob am Hals. Wenn ich daran ziehe, reißt der ganze Vorhang ab. Ich komme mit den Reparaturen doch jetzt schon kaum noch hinterher. Unnützes Gestrüpp. Morgen werfe ich es weg. Nein, ich muss mich um Nori... Okay, haben wir die wenigsten Mörser irgendwo? Ich bringe sie bei meinem Nächsten. Ich bringe sie bei meinem nächsten Einbruch zurück. Bücher aus der Bibliothek. Ja. Okay, vielleicht können wir mit dem Messer im Inventar. Ich brauche eine Fest. Vielleicht auch. Es wirkt nur auf Leichtzeit. Beste Unterlage. Ich weiß nicht. Geht nicht. Ich kann das Kraut mit dem Messergriff zerreiben. So. Und jetzt fällt aus dem Topf. Bei Travia. Mit bloßen Händen. Das dauert die halbe Nacht, bis ich das Fett da. Ja. Noris alte Halskette. Ich trage sie, bis sie wieder tragen kann. Vielleicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Zum Vogelbad mit Würse. Bücher aus der Mag. Keines hat geholfen, Nori zu. Würselsaft. Verzeihung. Topf können wir nicht mitnehmen. Bei Travi. Wie kriegen wir das Fett? Hier rüber. Ja. Ich habe das Arte. Au. Bewege dich nicht. Wenn du dich bewegst, wird es nur noch schlimmer. Ich beeile mich mit der. Mir fällt aber nicht ein, wie ich das da. Ich habe keine Idee, wie ich das Fett dort reinkriege. Wie zum Henker. Eine Kommode noch. Da ist nichts drin, was Nori helfen könnte. Ja.
Für Nuris Heilsalbe muss ich zerriebenes Wirselkraut mit Salbenfett vermengen. Salbenfett. Ich kann nur beten, dass die Herrin Peraine dieses eine Mal auch einfaches Fett duldet. Ja, nein, ich muss mich um... Ich übersehe das Offensichtlichste. Da muss nichts heilen. So leicht. Er lässt sich auch mit Magie nicht mehr reparieren. Tja, also. Irgendein Krug oder ein Behältnis bräuchte, um das Fett zu transportieren. Oder du musst den Topf anheben, oder? Wenn ich daran ziehe, ich komme mit den Reparaturen. Ah, vielleicht kann ich mit dem Messer. Ich schneide einen. Sehr schön. Damit können wir das Fett auffangen. Mit dem Fett können wir dann. Der Fetzen ist jetzt. Der fettige Fetzen. Peraine, lass dieses Fett für Nuris Wunde reichen. Ich habe kein anderes. Okay, die Salbe. So. Und als nächstes machen wir dich wieder zu einer Fee. Hast du den Mann getroffen? Ja, ich weiß noch nicht, ob ich ihm trauen kann. Aber wenn Giacomo recht hat, dann ist bald alles wieder so wie früher. Dann bist du wieder so groß wie ein Mensch. Und zusammen reisen wir wieder durch Aventurien und erleben ein Abenteuer nach dem anderen. Wann glaubst du, kann ich wieder fliegen? Lass uns morgen sehen, wie es deiner Wunde geht. Vielleicht können wir etwas üben gehen. Schön. Schlaf gut, Geron. Schlaf gut. Und keine Sorge. Bald ist wieder alles beim Alten. Naja. So wie der Stein über den Skarabäus, so herrscht der Skarabäus über den Stein. Wisst ihr die Antwort, so tretet ein. Wisst ihr sie nicht, sei euer Leben auf ewig mein. Kapitel 2. Und noch einmal, diesmal schaffst du es. Ich weiß nicht. Nicht entmutigen lassen. Denk an was Schönes. Denk an... Angriff freigeschaltet. Kapitel 1. Erfolg. Denk an... Denk an unsere erste Begegnung. Du hast jahrelang in einer einsamen Höhle gelebt. Und zusammen fanden wir einen Weg, dich endlich zu befreien. Und was du seither alles gesehen hast. Das Erste, was ich sah, waren Menschen, die mich töten wollten. Aber du hast doch auch schöne Dinge gesehen. Weißt du noch? Erinnerst du dich noch an die Orks? Und wie ich sie ablenken musste? Das war doch spannend. Sie haben so friedlich gegessen. Und dann hast du sie in den Krieg geschickt. Nur um sie loszuwerden. Das sind Orks. Orks ziehen ständig in den Krieg. Aber gut, Nuri, du musst doch irgendeine schöne Erinnerung haben. Erinnerst du dich noch an... unsere gemeinsame Nacht in den Brinasca-Marschen? Du wolltest mit mir einen Liebesbund eingehen. Ja, das war schön. Aber du hattest mich davor angelogen. Ich wollte dich retten. Hätte ich dir die Wahrheit gesagt, wärst du nicht mitgekommen. Wie auch immer. Ich erinnere mich gern daran. Es wird Zeit, dass du wieder eine Fee wirst. Weißt du noch, wie fröhlich und sorglos du früher warst? Natürlich weiß ich das. Das macht mich doch nur noch trauriger. Na komm, genug für heute. Muss ich wieder in den Käfig? Ja, leider. Mit einem zahmen Raben auf der Schulter halten mich die Andergaster doch sofort wieder für einen Hexer. Ich bin froh, dass diese Zeiten vorbei sind. Na gut. Lass uns auf dem Rückweg bei Fahis Zelt vorbeischauen. Er hat so eine sorglose Art. Er macht dir bestimmt wieder Mut. Geron? Ja? Ich will ja auch wieder so sein wie früher.
aber ich weiß nicht mehr wie. Es ist so viel passiert. Ach, wir schaffen das schon irgendwie. Und so wurde Giron, der Vogelfänger, zu Geralt, dem Hexer. Bam, bam, bam. Let's do Fanfiction. So, aber bevor wir zum Zeltplatz aufbrechen, würde ich diesen Stream heute an dieser Stelle beenden. Wir spielen das nächste Mal in Capital 2 weiter. Heute soll es das gewesen sein.